Hey Pferdefreunde, das Team eHorses war zu Gast bei Hendrik von Eckermann. Wir haben ein cooles Interview gedreht rund um das Thema Fütterung. Hendrik ist Schwede, wohnt in Holland. Trotz alledem haben wir das Interview auf Deutsch geführt. Er hat sich richtig Mühe gegeben, hat richtig Spaß gemacht. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Weltranglistenerster. Der Erfolg spricht für sich und jetzt starten wir mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, denn wir sind wieder auf Tour und sind in Holland bei Hendrik von Eckermann. Hier sein dürfen. Ja, danke. Henrik, wo sind wir hier? Wie lange bist du hier schon und was machst du hier? Ja, wie immer reiten. Nein, wir sind hier hingekommen 2021, 8. April, auch unser Sohn geboren ist, sind wir von Bonn bei Karl Schneider, Ja. Wo ich mein eigene Geschäft aufgemacht hat 2016, nach viele Jahre nach Ludger Beerbaum. Genau. Ja, und dann haben wir diese Anlage gebaut. Ja, die ist alles hier ganz neu, ne? Ja, genau. Also ich habe gerade schon mitbekommen, dass hier vor 2 Jahren noch grüne Grasfläche war. Genau. Jetzt ist hier eine Reitsportanlage. Wie viele Pferdeboxen hast du hier und wie viele Pferde stehen hier gerade? Ich habe insgesamt Boxen für 26 Pferde. In diesem Stall, was ich und Jannika mit unseren Pferden steht, haben wir 14 Boxen und in der anderen Stall ist 12 Boxen, wo meine Schülerin die Pferde hat. Ja. So, ja. Und diese Anlage haben wir dann angefangen zu bauen, 6. Juni 2020. Da haben wir angefangen und dann, ja. Wir möchten heute ein bisschen über das Thema Fütterung sprechen, wie es ist, wenn man auf ganz hohem Niveau reitet. Und da muss ich ganz klar dazu sagen, Hendrik, du bist gerade Weltranglistenerster im Springreiten. Dementsprechend hast du natürlich auch ja, viel zu erzählen, bist überall auf der Welt unterwegs mit deinen Pferden. Und das ist natürlich spannend für die Zuschauer, wirklich einmal zu schauen, wie fütterst du deine Pferde? Was gibt es für Unterschiede von dir zu mir zum Beispiel, ich bin Amateurreiter und worauf solltest du achten, worauf achten wir? Und da wollen wir vielleicht ein paar kleine Tipps und Tricks von dir mitnehmen heute. Jetzt ist es ja so, dass du hier mit deinem Partner Kraft die Fütterung machst und wie sieht deine Fütterung generell aus? Also welches Futter, welches Kraftfutter, Alleinfuttermittel bekommen deine Pferde grundsätzlich? Ja, erstmal fange ich immer, das Wichtigste ist eigentlich das Heu, muss man Ja. ehrlicherweise sagen. Der Pferde braucht diese Heu wegen dem Bau. Also das ist ganz wichtig, dass man mit einer guten Heu anfängt und dann sicher mit der Kraftfutter, dann mache ich individuell für jeden Pferd. Für alle Pferde sind ja nicht gleich. Ja. Der eine ist ein bisschen heißer, der andere ist ein bisschen nicht so ganz heiß wie der andere. Und der eine wird schnell dick, der andere wird ein bisschen dünn. Also ich versuche jedem Pferd individuell eine Fütterung zu machen, was passt. Und sicher auch mit, was das Pferd macht. Also ist er gerade im Turnier oder hat er vielleicht ein bisschen Pause? Oder ja, so wir haben nicht so ein Futter und dann machen wir alle Pferde und über das ganze Jahr gleich. Wir Ja. gucken immer so ein bisschen individuell, haben das Pferd jetzt ein paar Turniere, was kommt
oder haben die jetzt ein bisschen Ruhe ein paar Wochen. Ja, so sehr individuell futtere ich meine Pferde. Also das Rauffutter, das Heu, das ist natürlich die Grundlage, das ist das Wichtigste für die Pferde. Ja. Und jetzt ist es natürlich entscheidend, dann vielleicht auch so die letzten Prozentzahlen in der Leistung auch rauszuholen. Wie wichtig würdest du generell die Kraftfutterung überhaupt sehen im Sport? Sicher ist es sehr, sehr wichtig und der Rohstoffe und alles, dass es alles sehr gute Qualität haben. Nicht zu viel Zucker, ja. Finde ich wichtig. Und wie gesagt, dass es sehr verträglich ist für den Bau. Ich persönlich futter nicht so viel. Also viel, was ist viel und was ist wenig. Aber trotzdem, manchmal hört man, ja, kriegen 3 Kilo Kraftfutter jedes Mal. Portion. Ja, genau. Also da bin ich weit entfernt von. Klar, haben die mehr Turnier und mehr leisten mussten und mehr Energie brauchen, dann kriegen die ein bisschen mehr. Aber trotzdem muss man sagen, wenn die Pferde in der Paddock geht, wird einmal geritten und sonst ist der zu Hause der Leistung eigentlich nicht so hoch, dass man da sagen, ich muss unheimlich viel futtern. Ja. So wie gesagt, über dann zum Turnier mache ich vielleicht ein halbes Kilo mehr und ja, einfach nur so ein bisschen wie die Pferde gearbeitet werden. Ja. Okay, Henrik, wie sieht es denn aus jetzt bei dir ganz speziell im Alltag, wenn deine Pferde hier zu Hause sind, ihre gewohnte Routine haben, also sie gehen auf die Wiese, werden einmal am Tag geritten. Wie ist das da? Welches Futter benutzt du ganz speziell von Kraft für das ganz normale Kraftfutter? Ich weiß nicht, 2-3 Mal, wie oft fütterst du am Tag? Kraftfutter kriegen die Pferde 3 Mal am Tag. Mhm. Heu kriegen die 5 Mal am Tag. Okay. Wir kontrollieren immer die Pferde spät abends, dann kriegen die auch ein bisschen Heu. Ja. Dass es so wenig wie möglich leeren Bau hat eigentlich. Und sonst benutze ich Performance am meisten. Muscle Up ist auch ein Produkt, was viel Proteine haben. Wenn zum vielleicht ein Pferd vielleicht nicht so ganz viel Kraftfutter, aber trotzdem brauchen die Proteine für die Muskulatur und so weiter. Und dann auch Mesh. Also diese 3 benutze ich am meisten. Ich habe gesehen, bei dem Performance-Futter von Kraft, da ist ja auch ganz speziell das Kartoffelprotein mit drin. Das ist ja doch eher seltener, was man jetzt bei den Futtermitteln sieht. Hattest du auch schon mal unterschiedliche Futtermittel, die du ausprobiert hast? Oder wie bist du dazu gekommen, dich letztendlich dann auch für Kraft zu entscheiden, um dann jetzt genau dieses Kraftfutter zu verwenden? Gut, ich habe jetzt Kraft viele Jahre benutzt, also von eigentlich 2016, wo ich dann selbstständig war. Ja. Und klar bin ich, ist ein Partner von mir, Kraft, aber für mich war eigentlich das Wichtigste, ich brauchte ein richtig gutes Produkt, wegen, ja, das ist so wichtig für unsere Pferde. Und ich finde oder immer gefunden, dass Kraft ist ein Produkt, was viel, viel Qualität haben und klar ist das auch von meinem Heimland Schweden ist das Produkt, wird viel produziert in Schweden und darum habe ich irgendwo eine Beziehung gehabt zu Kraft und sicher immer ein gutes Gefühl damit. Und ich muss sagen, von ersten Tag, wo ich das probiert habe, hat immer der Pferde super ausgeschaut. Ich habe ein super Gefühl damit und habe irgendwo unterwegs, da gibt es ja viele verschiedene Sachen in Kraft, also Müsli und gibt so viele Produkte, aber ich habe irgendwo jetzt meinen Weg gefunden mit dieser, was ich gerade gesagt habe, mit der Performance, der Mesh und der Muscle Up und dann sicher, wenn man ein paar Supplements braucht, Vitamin E oder Öl benutzen wir auch für die Pferde. Und wenn irgendwas Spezielles, was einfach vielleicht ein Pferd fehlt, wo man sieht, wenn man einen Bluttest machen von das Pferd, man vielleicht denkt man, oh, das Pferd sieht nicht ganz so schön aus, wie das sein soll, dann nehmen wir oft einen Bluttest und dann kann man ein bisschen gucken, ist das, was fehlt, dann kann man das extra dann futtern.
Ich glaube nicht so viel dran, dass viele haben ja gerne alle Supplement, aber das bringt ja auch nichts. Ja, also ja. Mehr ist ja nicht immer besser. Also dass man für jeden Pferd, jedem individuelle Individ da eine gute Futter organisieren kann. Mhm. Ganz speziell im Performance-Futter, was du ja auch verwendest, dort ist auch SPC, das heißt, da sind sehr hochwertige Cerealien drin, da wird Hafer mit eingebaut. Das ist natürlich schön, dass man heutzutage auch ein Alleinfuttermittel hat, was alle Mineralstoffe abdeckt, was halt die Energie schon dem Pferd gibt, so dass man auch gar nicht mehr so viel eigentlich braucht. Du hast ja auch gesagt, du benutzt eine Handvoll Produkte. Das reicht aus, damit ist man gut aufgestellt. Dann kann man ja von den Rationen, von der Dosierung noch mal ein bisschen was anpassen, je nachdem, wie das Pferd gerade im Sport ist. Würdest du sagen, dass Amateurreiter wie ich anders füttern sollten als du jetzt mit deinen Pferden? Gut, das ist, wie gesagt, das ist schwierig zu sagen. Amateurreiter, was ist Amateurreiter? Das ist ja die Frage, wie viel leistet das Pferd? Ja. Wie viel wird das geritten? Wird er fünfmal in der Woche geritten? Wird er dreimal in der Woche geritten? Wird er jeden Tag? Also da finde ich schwierig zu sagen, Amateurleute sollten so futtern und Professionelle sollten so futtern. Das muss man jeden Pferd gucken. Und ich finde das wichtig, dass man eine gute Berater oder Beraterin haben, was dich betreuen kann und wo du dann Fragen stellen kann, wenn man ein bisschen unsicher ist. Ja. Dass man da sagen kann, du, mein Pferd ist ein bisschen heiß, wird schnell vielleicht ein bisschen dünn oder andersrum. Also dass man da einen guten Berater zusammen mit das Heu zum Beispiel, wir nehmen ja auch Proben von das Heu, wie viel Protein hat das drin und so weiter, dass wir da auch ein bisschen gucken kann, wie wir da Beste rausholen kann. Ja. Alle Informationen zu den Produkten, die du jetzt auch genannt hast, die haben wir unten auch in der Infobox. Dort könnt ihr euch einmal genau alles anschauen. Da sind auch alle genauen Produktinformationen mit dabei. Und du hast ja hier schon das professionellste Stallmanagement, was man überhaupt haben muss, um natürlich auch auf so einem Leistungsniveau unterwegs zu sein. Du bist bei Olympia mit dabei, bei den Weltreiterspielen. Dementsprechend versucht man ja alles dementsprechend perfekt zu organisieren. Deswegen hast du ja auch gerade schon gesagt, dass ihr sogar Proben vom Heu nehmt, um zu gucken, okay, wie ist der Bedarf, wie ist die Verteilung auch der Proteine und so weiter. Und jetzt ist es ja so, dass du auch gerade im Vorfeld schon einmal gesagt hast, dass ihr sogar die Möglichkeit habt, hier eure Pferde zu wiegen. Ja, genau. Ich habe eine große Waage für die Pferde, wegen ich will mir nicht immer verlassen auf meine Auge. manchmal kommt man ja nach Hause und dann denkt man, Gott, das Pferd ist ein bisschen zu dünn geworden oder ein bisschen zu dick geworden. Ja. Aber das Pferd ist ja eine ziemlich große Masse und das ist schwierig. Manchmal, Pferd hat ja viel Wasser auch in drin und manchmal sieht es einfach so aus, dass es ein bisschen, und dann will ich genau wissen, wie viel wiegt das Pferd. Ist sie vielleicht ein bisschen runter ein Kilo gegangen ein bisschen mehr drauf. Und darum, ja, wenn wir anfangen mit ein neues Pferd, kommt zum Beispiel rein im Stall, dann haben wir ja so ungefähr, wo man denkt, ja, könnte passen in Futterung. Aber ich will ja irgendwo sehen, dass ich ein Gleichgewicht kriege. Also das heißt, dass das Pferd irgendwie, sag mal, das sieht so aus eigentlich, die Muskulatur ist da, es sieht gut aus, das Gefühl ist gut, ja. Und ich möchte das Pferd so behalten. Das Idealgewicht. Genau, und ja. Dann habe ich ja irgendwo ein Idealgewicht. Mhm. Und dann weiß ich ja auch mit, was passiert zum Beispiel, wenn das Pferd 3 Wochen zu Hause steht, kein Turnier. Ja. Sieht man da große Unterschiede? Ja. Also wenn du jetzt ein Pferd, sag ich mal, du hast ja auch Pferde, die wirklich auf Flugreise sind. Genau. Zu den unterschiedlichen Turnieren, wenn die dann das wieder herkommen. Das ist sehr unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Also der eine Pferd, der passiert gar nichts, der bleibt genau der Gewicht. Ja. Der andere geht vielleicht ein bisschen runter. Mhm. Und das Interessante ist dann, das geht ziemlich schnell, das, und wie gesagt, mit Wasser. Ja. Vielleicht haben die nicht genug getrunken und darum ist das schnell ein paar Kilo runter. Ja, und ja. Darum habe ich das immer als Kontrolle, da 1-2 Tage gucke ich immer, geht das wieder hoch,
stabilisiert es das. Mhm. So, ich finde der Waage eine sehr gute Sache. Und auch mit Pferde, wie gesagt, wenn man 3 Wochen Pause haben, zu gucken, dass sie nicht wegen der weniger macht, dann plötzlich 20 Kilo drauf haben. So, wenn man zum Turnier wieder will, dann sind sie ein bisschen so schwer. Also ich benutze die Waage sehr viel in dieser Weise, nur mich selber zu kontrollieren eigentlich. Das, was ich mache, ist richtig mit der Fütterung und so weiter. Ja, es gibt ja verschiedene Indikatoren, worauf man achten kann. Ne? Also frisst das Pferd generell erstmal genug? Genau. Wie sieht das Fell aus? Genau. Wie fühlt sich das Pferd unterm Reiter an? Ist es motiviert? Ist es eher triebig, aber eigentlich eins, was eigentlich heiß ist und gerne nach vorne geht? So hat man ja als Reiter die Möglichkeit, sein Pferd kennenzulernen und auch genau zu wissen, was möglich ist. Ich glaube, unterscheidend bei dir ist jetzt nochmal, dass du halt Proben nimmst aus dem Heu, dass du die Möglichkeit hast, die Pferde zu wiegen. Das wird natürlich bei den meisten im Stall nicht möglich sein. Andersherum ist das natürlich echt eine tolle Möglichkeit, die man da machen kann. Und wie ist das denn jetzt ganz speziell, wenn du zum Turnier fährst? Hast du da eine andere Fütterung, die du machst? Oft ist das ja, du bist im Stallzelt oder in einer Box, wo du einstallst. Du bist ja international unterwegs. Fütterst du die Pferde da anders oder wirklich versuchst du da den gleichen Rhythmus, den gleichen Alltag hinzubekommen, wie es jetzt hier zu Hause ist? Wie gesagt, das ist so ein bisschen von Pferd zum Pferd. Ich kann nur sagen, zum Beispiel King Edward, der kriegt ein bisschen mehr zum Turnier, wenn du unterwegs bist und so weiter. Und dann, wenn der ein paar ruhige Wochen haben, dann machen wir den Futter ein bisschen weniger, für den wird schnell auch, wir kriegen schnell ein bisschen drauf. Ein paar ruhige Wochen für das Pferd, aber nicht für dich, weil du bist ja immer unterwegs. Genau, aber ja, und so ist das einfach, dass manche Pferde kann fast gleich haben, immer der gleiche, aber so ein bisschen anpassen. Und darum ist das ja auch immer wichtig, dass man sein eigenes Pferd kennt und viel Zeit damit verbringt, dass man immer sehen kann, wie reagiert das Pferd. Und wie du sagst, mit Fliegen und so, was passiert denn? Muss man dann aufpassen, zum Beispiel mit trinkt das Pferd genug und so weiter. Und und die Jahreszeiten ist ja auch unterschiedlich. Wenn du auf der Weide gehen jetzt, passiert ja nicht so viel. Ja. Aber wenn der Gras ist wie richtig stark, dann muss man da auch aufpassen. Dann wird er auch schneller ein bisschen dicker. Mhm. So, das ist ja immer, wir gucken immer jedenfalls individuell und über das ganze Jahr. Es ist schwierig zu sagen, okay, jetzt futtert man so und das futtert man durch das ganze Jahr. Ja. Ja, das machen wir. Dann hast du ja das Performance-Futter und auch das Muscle-Up hast du ja dann auch mit auf den Turnieren unterwegs. Hast du da so ein ganz bestimmtes Ritual, wie wenn du jetzt zum Beispiel mittags ist die Prüfung, dass du das Pferd vielleicht 2 Stunden vorher noch fütterst oder fütterst du das gar nicht mehr vorher, fütterst du es direkt danach? Hast du irgendwie so ein bestimmtes Ritual oder achtest du auf die spezielle Kraftfutterung, wenn du jetzt gerade eine wichtige Prüfung hast? Gut, ich versuche sicher nicht dichter dann 2 Stunden vorm Springen zu futtern, Kraftfutter. Ist die gleiche da am Turnier, versuche ich immer, dass die Pferde ein bisschen Heu haben, dass sie ein bisschen was zu tun haben, erstmal wegen am Turnier stehen ja in Box, in Zaltstellt oder ja, jedenfalls in festen Boxen. Ja. Und darum. Und dann, wie gesagt, mit der Fütterung gucken und sicher auch nicht direkt nach der Prüfung, wenn der Pferde immer noch ein bisschen, sich erstmal ein bisschen ausruhen kann und dann futtern. Das ist sicher so. Hast du das auch schon mal gehabt auf dem Turnier? Oft ist es ja so, dass du über 3-4 Tage dann auch da bist, dass du dann im Laufe der Tage, im Laufe der Zeit, wo du da bist, dann auch das Futter nochmal anpasst individuell, dass du vielleicht eine Einlaufprüfung gehabt hast und hast gemerkt, das Pferd könnte vielleicht ein bisschen mehr Kraft haben, ein bisschen mehr Motivation haben, ein bisschen mehr vorwärts gehen, dass du es im Laufe der Zeit dann auf dem Turnier noch anpasst oder machst du es da eher immer gleich?
Gut, ich glaube nicht, dass das dasselbe Fütterung kann so machen, dass du von ein ganz ruhiges Pferd machst du ein ganz heißen ja, Pferd. Klar. Ja, klar. Also, aber klar, sagen wir mal, Weltmeisterschaft oder so viele Tage gehen, dann schon ein bisschen mehr Futter hatte gekriegt, denn normal. Dann vielleicht ein Turnier, wo ich mache eine kleine Runde nur und dann Sonntag ein, zwei Springen, also großen Preis. So, ich versuche immer so anpassen, wie viel der Pferde macht einfach. Das, aber dafür brauchst du auch so wissen, genau wie dein Pferd funktioniert und was passiert. So dass zurück zum, was wir gesagt haben, brauch einen guten Berater, wenn du selber nicht so richtig Erfahrung damit haben, dass man da das Beste für das Pferd machen kann. Ja. Jetzt haben wir ja über das Kraftfutter gesprochen, was ja auch immer ganz beliebt ist. Zur Fütterung ist Mash. Das nutze ich jetzt persönlich auch. Unsere Pferde bekommen immer abends Mash. Wie ist das bei euren Pferden? Kriegen die täglich Mash? Kriegen die zwei, dreimal die Woche? Kriegen zweimal am Tag, morgens und abends. Eine Portion Mash? Eine Portion Mash. Ja. Die Pferde mag das sehr und das ist ja trotzdem viel Wasser, viel Flüssigkeit auch da drin. Ich habe immer Angst, wie gesagt, dass die Pferde genug Wasser und Flüssigkeit kriegt. Ja, genau. Darum wir zum Beispiel hier in den Boxen eine Eimer und der Wasser, wie heißt das? Wassertränke. Wassertränke, Entschuldigung. Ja. dass es sicher ist, dass das Pferd immer genug trinkt. Mhm. Das glaube ich jetzt auch, oder ist absolut richtig, sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, ist für die Verdauung natürlich auf jeden Fall wichtig. Und wenn ihr auf dem Turnier seid, hast du ja auch schon gesagt, einige Pferde trinken vielleicht mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Genau. Mit Mash hat man natürlich die Möglichkeit, immer Flüssigkeit auch reinzubringen. Und was vielleicht ganz wichtig ist, vielleicht auch bei anderen Futtermittelherstellern ist es oft so, dass dort Mash angeboten wird, was sehr lange erst aufgehen muss und wo die dann sagen, dass man das nur ein-, zweimal die Woche füttern sollte. Und bei meinem Futter, bei meinem Mash und auch bei deinem, ist es so, dass man das wirklich täglich füttern kann, was natürlich gut ist, weil dann hat das auch nochmal diese Routine, die ein Pferd einfach benötigt. Jetzt hast du ja auch gerade Supplements schon angesprochen, die du so mit reinnimmst. Was ich mir ja vorstellen kann, dadurch, dass deine Pferde ja sehr aktiv sind, natürlich dementsprechend auch zum Schwitzen kommt, ist ja natürlich der Flüssigkeitshaushalt wichtig, also dass viel reinkommt. Und man kann ja zum Beispiel Elektrolyte auch nehmen. Das ist ja, habt ihr ja bei Kraft auch mit im Sortiment. Genau. Das ist dann wahrscheinlich auch vor allem in den Sommermonaten immer mit dabei, oder? Sicher. Und wenn das, wenn das sehr warm ist und viel schwitzt, jeden Tag einmal gibt, wenn das, wie gesagt, richtig warm ist und der Pferde viel schwitzt, nur sicher sein, dass es genug haben. Sehr schön. Henrik, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein durften. Alle Informationen zu den Produkten findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Und ich habe jetzt für mich ganz persönlich mitgenommen, als Amateurreiter, dass es gar keinen großen Unterschied gibt zwischen der Fütterung, wie du sie machst, die Fütterung, wie ich sie mache. Wie du ja schon gesagt hast, es hängt wirklich davon ab, wie aktiv ist das Pferd. Ich bin ja auch jedes Wochenende auf den Turnieren unterwegs. Zwar nicht auf dem Niveau wie du, aber auf dem ländlichen Niveau. Trotzdem reite ich wahrscheinlich die Pferde genauso häufig in der Woche, wie du deine Pferde reitest. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, dass man gar keine großen Unterschiede machen muss und dass auch das, was die Profis füttern, dass das auch im Stall zu Hause super eingesetzt werden kann. Denn so holt man das Bestmögliche raus und am Ende wollen wir ja, dass unsere Pferde möglichst lange bei uns sind, gesund bleiben, zufrieden bleiben. Und zufrieden sind. Ne? Und dann ist es natürlich toll, wenn die noch die Möglichkeit geben, dass man mit denen sportliche Perspektiven hat. Das ist ja bei deinen Pferden auf jeden Fall so. Ja. Der Erfolg spricht ja für sich. Und vielen Dank für die Einblicke und für deine Tipps rund um das Thema Fütterung. Vielen Dank.